Willkommen bei Leder und Leinen im alten Ägypten. Das Gerben, eine Technik aus prähistorischer Zeit, war in Ägypten eine bekannte, aber aufgrund der Hitze wenig geschätzte Tätigkeit. Leder verwendete man vorwiegend für Gegenstände wie Sandalen, Taschen, Messerscheiden, Köcher und ähnliches. Anders als gewöhnliches Leder erfreuten sich Leoparden heute großer Popularität, vor allem bei Priestern. Wegen der atmungsaktiven und kühlenden Eigenschaften bevorzugte man bei der Produktion von Bekleidungsstoffen Leinen. Es wurde aus Flachs hergestellt, der in Ägypten üppig wuchs. Die Fasern selbst wurden für gewöhnlich vor dem Weben gefärbt. Obwohl bei der Produktion von Textilien auch Färbung zum Einsatz kam, blieben die Bekleidungsstoffe der alten Ägypter vorwiegend weiß. Diese Farbe stand für die spirituelle Reinheit, ein Ziel, nach dem es sich jeden Tag zu streben lohnte. Gern genutzt wurde die Pflanzenfarbe Weid, die man aus den Blättern der Isatis tinctoria gewann. Die Pflanze wurde zu diesem Zweck im Nildelta angebaut und ermöglichte die Erzeugung verschiedenster Farbtöne. Durch unterschiedliche Quellzeiten der Blätter erzielte man beispielsweise Rot- und Grüntöne. Die Zugabe von Kalksteinpulver resultierte in Blautönen. Während der griechisch-römischen Periode wurde die Zutatenliste länger und die Farbpalette größer. Als Inspiration für diese Gegend dienten dem Team die Färber und Gerberviertel von Fes in Marokko. Sie gaben dem Team eine Ahnung, wie solche Orte im alten Ägypten ausgesehen haben könnten. Während sich diese Gerberei innerhalb der Stadt befindet, lagen sie damals meist außerhalb der Mauern. Das Handwerk galt den Griechen als abstoßend, da alle Prozesse der Verarbeitung üblen Gestank produzierten.